Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und heute wollen wir mal ein bisschen noch eine Runde farmen, denn ich muss noch ein bisschen Dunkles machen. Ich habe meinen König gerade fertig gemacht. Nicht wundern, ich habe noch Machttrank und auch noch den Heldentrank drin, weil ich im Nachtdorf ein bisschen pushen wollte. Okay, den nehmen wir mal... Nehmen wir den mal mit. Wir gucken mal ganz kurz nach. Was hat er im Ausbau? Er hat zwei... Er hat Lager im Ausbau. Das täuscht immer so ein bisschen. Ich bin relativ hoch. Deswegen müssen wir gucken, dass wir jetzt nicht unbedingt die 13er mitnehmen. Ich habe versucht, ein bisschen im Nachtdorf zu pushen. Musste dann irgendwann aufgeben, weil es einfach irgendwann nicht mehr ging und ich dauernd 100% kassiert habe. Ja, diese 3000 Pokale im Nachtdorf, das ist für meinen Meisterhütte 8 immer noch ein... Ja, immer noch eine kleine Herausforderung. Irgendwie komisch, weil ich mit dem anderen Account locker auf 5000 bin und... Ja, keine Ahnung. Es ist immer noch... Ich glaube, es liegt an meiner Kampfmaschine, die ist immer noch sehr low. Selbst mit Trank ist die auf Level 14, das ist natürlich immer noch nicht ganz so hoch. Aber okay, wir wollen mal sehen, dass wir ein bisschen gefarmt kriegen. Deswegen werde ich jetzt mal einen kurzen Cut machen, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis... Ah, nee, nicht bis gleich. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich habe immer noch meine komische Armee. Die können wir hier aber noch benutzen. Und zwar da oben können wir einen hinsetzen, da können wir einen hinsetzen, da glaube ich... Ja doch, oh, da auch. Okay, Da draußen ist das Dunkle. Da gehen wir eigentlich, würde ich sagen, fast schon von der Seite vor. Dann habe ich das Dunkle sicher. Egal, was passiert. Dann sind wir da auf der sicheren Seite. Würde mich nicht wundern, wenn er da noch... Okay, wenn er da auch einen Tesla hat. Hat er aber nicht. Perfekt. So, haben wir zumindest schon mal ein paar von den Party-Magiern gescheit benutzt. Jetzt warten wir mal eben ab. Moment, so. Zack, 5. Zack, zack, zack. Alle Helden hinterher natürlich. So. Party-Magier, du hinterher. Warden wieder. Warden tanzt wieder aus der Reihe. Muss das denn sein, dass der Warden wieder aus der Reihe tanzt? Das muss doch wirklich nicht sein. So. Wir werden mal eben ganz kurz freezen. Da werde ich auch nochmal freezen. Und ansonsten, wo sind meine ganzen Truppen da vorne noch? So, komm. Ich habe Loons in der Klarenburg, ne? Ich weiß... Au, ich habe keine Loons in der Klarenburg. Ich hatte Yeti in der Klammer. Oh, das läuft. Dunkel haben wir schon einiges bekommen. Jetzt haben wir noch 2400 übrig. Das läuft. Endlich mal wieder ein bisschen bessere Laune hier. Okay, da. Schönes Ding. Schön noch da dran gesetzt. Wir haben noch einen Giftzauber dabei. Den brauche ich aktuell noch nicht. Und wir nehmen diese Base im Endeffekt ganz gut auseinander. Das kommt mir natürlich extrem entgegen, dass er Multi-Infernos hat. Da bedanken sich natürlich meine Helden. Oh, und da können wir endlich den Giftzauber mal benutzen. Aber die Heilerin wird trotzdem drauf gehen. Ist aber egal. So, das läuft doch schon mal. Das läuft doch schon mal. 109.000 Dunkles. Da kommt jetzt immer noch, ist ordentlich noch was beigekommen. 65.000 Elex. Boah, wäre das geil, wenn ich das noch kriegen würde. Und ich sage euch, Leute, wir kriegen es noch. Ich habe noch Yeti übrig. Ich kann die Königin noch zünden. Der Turm ist down. Jetzt, der Inferno-Turm wird auch down gehen. Inferno-Turm ist auch down. Perfekt. So, schön nochmal Königin gezündet. Geht es auf den, ja, auf den Minenwerfer drauf. Ich will noch den Rest an Elex haben. Komm. Ich will noch den Rest an Elex haben. Bitte. Nein, nicht da drauf. Ach, Königin, warum? Warum geht die nicht da außen her? Ich verstehe es nicht. Warum ist sie nicht hingegangen? Warum ist sie nicht rausgegangen? Dadurch verlieren wir jetzt 40.000 Elex. Was mich ein bisschen ärgert. Das Gebäude war doch da. Aber ich verstehe die Logik nicht dahinter. Sie hätte doch einfach nur dahin laufen müssen. Es ist doch nicht so, als... Hä? Und sie wollte schnurstracks da durch zwei Wände durch. Und ich frage mich, warum? Ah, okay, jetzt haben wir wieder diese komische Armee. Warum haben wir die? Ich kann es euch sagen, weil wir das für die Quest machen müssen. 3 Stück. Rest nehmen wir mal davon mit. Warte mal. Wir nehmen ruhig noch ein paar Heulerinnen nehmen wir noch mit. Ja. 5 Heilerinnen. Das sollte funktionieren. So, das passt auch. 1, 2, 3, 4. 2 davon. Nein. Keinen Gift mitnehmen. Warum nehmen wir keinen Giftzauber mit? Weil ich dann wieder 2 Giftzauber habe und das ist nicht gut. So, das ist gar nicht gut. Wir nehmen aber mal ein paar Tränke noch mit. Ich habe noch 508 Medaillen. Ich werde da keine Ressourcen mitkaufen. Ich meine, ich kann eh keine dunklen Sachen kaufen. Du kannst nur Gold und Elex kaufen. Das ist für mich jetzt gerade ein bisschen uninteressant. In 9 Stunden ist mein Labor fertig, dann brauche ich noch ein bisschen Elex. Bedeutet, wir farmen im Endeffekt jetzt auch nebenbei so ein bisschen Elex. Bin in Champions League 1. Das bedeutet, ja, es ist okay. Ich werde zwischendurch jetzt auch noch ein, zwei Nachtdorf-Angriffe machen. Hab jetzt hier auch schon ein bisschen... Oh, wir haben ordentlich durchgedroschen. Wir sind jetzt so weit, dass wir das Universalbuch holen könnten. Es bringt mir nur nichts aktuell,
weil ich ja den König noch nicht ausbauen kann oder den Warden auch nicht ausbauen kann. Wenn wir das aber mal haben, dann können wir das machen. Hier werde ich zumindest schon mal den Turm anschmeißen. Ich komme, nicht verbessern. Oh, nein, Schub. Den Schub anschmeißen. Also, wir machen auf jeden Fall noch ein, zwei Angriffe. Wir farmen noch ein bisschen. Clanspiele sind immer noch nicht auf dem Weg, wie es scheint. Alles klar. Bis gleich. Okay, das läuft doch echt mal ganz geil. Ja, hätte ich selber nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Aber ich will jetzt noch nicht zu viel sagen, denn wir haben ja noch nicht angegriffen. Wir sind ja noch nicht dabei, das ganze Zeug zu holen. Wir haben noch nichts geholt. Warte mal, immer überlegen. Ich habe leider keinen Zeppelin, sonst hätte ich vielleicht mal versucht, in die Mitte reinzukommen. Aber im Endeffekt gehen wir einfach von der oberen Seite vor und gucken einfach mal, wie das Ganze dann funktionieren wird. Warte mal. Diesmal aber erstmal 1, 2, 3, 4, damit der gleich ein bisschen besser da durchkommt. So, 1, 2, 3, 4, 5. Alle mal eben schnell hinterher zum Aufräumen. So, nicht vergessen. 2, 3, 5, so. Bitte alle in die Mitte rein. Das wäre schon mal sehr gut. Okay. Warte. Freeze. So. Und jetzt hoffen wir mal, dass das funktioniert. Das, was ich mir. Ja. Dass nämlich die Skelette von dem Skelettzauber auch ein bisschen gefreezed werden schon mal. So, da gefreezed. Er hat ein 5-Sterne-Rathaus. Das müssen wir gleich natürlich auch noch freezen. Dürfen wir nicht vergessen. Warte. Jetzt. So. Aber das läuft. Das läuft. Ich habe immer noch meinen. Mein Giftzauber natürlich, wie immer. Ist ja logisch. So, da schon mal drauf. Den Giftzauber, den habe ich immer noch. Oh, da hat sogar noch der ein oder andere Partymagier hat gerade auch noch gelebt. So, König gezündet. Giftzauber habe ich immer noch. Wir haben schon einiges an Loot bekommen. Königin zünden. Ja, jetzt kommt den Turm weg. Jetzt noch den Tesla. Den X-Bogen auch noch weg, bitte. Der X-Bogen ist weg. So. Ich bin mal sehr gespannt, was wir jetzt noch rausholen können. Mein König lebt noch, 59er König. Wir sind ja gerade am Farmen, dass wir ihn auf 60 hochziehen können. Aber es sieht gut aus. Ich glaube, da kriegen wir noch ein bisschen was. Ich glaube, wir kriegen noch ein bisschen Loot. Wir dürfen nicht vergessen, da ist noch eine Mine, die kriege ich aber noch. Alleine schon der Tatsache geschuldet, dass wir den X-Bogen da hoffentlich noch kriegen. Nein, kriegen wir nicht mehr. Okay, oh. Aber die Mine kriegen wir noch. So, Mine ist am Start. Da kriegen wir auch noch ein bisschen was. Ah, oh, da vorne sind noch zwei rappelvolle Sammler. Die will ich auch noch haben. Die Mine will ich auch noch haben. Komm, gib mir die Mine noch. Gib mir noch die Mine. Ansonsten muss ich mal. Wir müssen mal die Augen offen halten, ob wir nicht irgendwo noch vielleicht eine Falle sehen. Eine Skelettfalle, dann nehmen wir die auch noch mit. Das läuft doch. 5,9 Millionen Elex. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr, aber der König. Oh, der wird geheilt. König und Päcker werden noch geheilt. Eine Minute ist jetzt genau Rest. Ja, na, der läuft in der Mitte rum. Nein. Lauf doch außen rum, König. Hallo. Was läuft der da? Warum? Muss man die Laufwege der Helden teilweise verstehen und beziehungsweise jetzt auch der Päcker? Ah, oh, das läuft. Vor allem ist es gar nicht mehr so viel da, was mich jetzt noch großartig beunruhigt. Die Kanone noch, der Bogenturm noch, die beiden Magiertürme interessieren mich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Aber wir haben noch die Mini-Yetis. Wir haben die Mini-Yetis noch. Ich will alles haben. Ich will komplett alles haben, 100%. Wir wollen 100% haben gegen Lee. Komm, 100%. 100%, komm. Ja, den Sammler noch eben. Den haben wir jetzt gleich. Okay, jetzt haben wir zumindest fast schon mal den ganzen Loot. Da sind noch 35.000 im Lager drin. Sonst ist alles weg. Läuft. Vor allem müsste die Regenerationszeit, dadurch, dass der König ja jetzt noch ungefähr so ein Viertel übrig hat, Viertel an Leben. Ja, jetzt habe ich nur gleich viel. Nein, wir haben es nicht geschafft. Oh. Also, ist in Ordnung. Wir haben den ganzen Loot bekommen. Alter Schwede, 1,2 Millionen. Läuft. So, wir fordern mal eben nochmal an. Aber diesmal fragen wir mal was anderes an. Und zwar aus Sicherheitsgründen fragen wir mal einen Zeppelin an, weil ich den eventuell noch brauchen könnte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es wird jetzt ein bisschen knapp. Wir müssen ja noch ein paar Partymagier mitnehmen, aber nur so viele wie eben nötig. Nicht mehr. Ja, wobei, ich muss jetzt noch ein paar mehr mitnehmen. Drei Päcker. Ja, müssen wir machen. Die Taktik hat ja ganz gut funktioniert. Vor allem natürlich auch im Hinblick auf die Saisonherausforderung. Bei den Saisonherausforderungen müssen wir auch noch ein bisschen was holen. Ja, okay, das haben wir sogar. Wir sind durch. Ja, Partykönig, komm her. So, jetzt haben wir sogar Buch der Helden und Universalbuch. Werde ich natürlich beides für die Helden benutzen. Läuft, dann brauchen wir den Zauber hier ja gar nicht mehr. Dann brauchen wir den ja gar nicht mehr. So, läuft und haben wir alles?
2 Minuten, dann werden wir nochmal angreifen. Ja, das Farmen läuft. Wobei ich ja überlegen muss, entweder benutze ich jetzt das Elex und das Dunkle für König und Warden oder ich benutze es für Warden oder Labor oder für König und Labor. Ne, das sind so die Sachen, ich weiß es noch nicht genau. Magier könnte ich hochziehen im Hinblick vielleicht auf eine mögliche Superbogenschützin, die ich aber in diesem Account sowieso nicht benutzen werde, weil warum sollte ich das tun? Supertruppen als Nicht-Max-Spieler sind total sinnlos. Ja, die Belagerungsmaschinen, die sind nicht ganz so teuer, die könnte ich natürlich auch machen. König kostet mich 169.000, ist eigentlich geschenkt, das ist nicht so viel. Warden. Oh, den mache ich, glaube ich, den Warden auf 35. Ich mache beide. Denn dann habe ich bei beiden eine Stufe der Fähigkeit mehr. Dann habe ich beim König den auf 60 und beim Warden wäre er dann auf 35. Dann würden sie beide bei ihrer Fähigkeit 1 hochgehen. Das ist doch ein Plan. Also, kurzer Cut und bis gleich. Okay, den nehmen wir nochmal mit und, Moment, ich muss mir eben ganz kurz sammeln. Wie gehen wir das jetzt an? Im Prinzip würde ich schon mal... das wäre echt gut für den Zeppelin gewesen. Ich glaube, das mache ich auch. Ja. Ich glaube, wir nehmen den Zeppelin mit. 4. So, wenn wir nämlich das aufsprengen. Und dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Zack, 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 zack. Helden alle hinterher, natürlich. So. Und jetzt kommt der Zeppelin. Und der wird jetzt nämlich mal auch gleich schön unverwundbar gemacht. Und kann jetzt gleich hier alles richtig schön kaputt machen. Das ist nämlich der Plan an der Geschichte. So. Genau das war der Plan. Da kommen nämlich noch die Skelette an. Jetzt ist er nämlich gleich schon mal das erste kaputt. So. Und ehe man sich versieht, der Angriff hat gerade erst begonnen. Und schon haben wir 49% und schon haben wir gleich 50%. Genauso wie es sein soll, 52%. Ja, jetzt ist wieder mal die Frage, was tun wir denn überhaupt mit unserem Giftzauber? Das ist die große Preisfrage, die sich jetzt hier seit Jahren stellt. So, König mal eben gezündet. Königin ist noch am Start. Königin hat noch die Heilerin. Alles in Ordnung. Ja, immer noch. Ja, was mache ich jetzt damit? Den werde ich mir, glaube ich, tatsächlich für den König aufsparen müssen, für den gegnerischen. Der ist nicht ganz so gut. Ein bisschen Dunkles hätte ich gerne noch. Wäre geil, wenn ich das noch kriegen würde. Ja, bringt mir jetzt nichts da vorne, ehrlich gesagt. Sie holen sich ein bisschen was vom König, aber nicht viel. Aber wobei Hälfte, ne? Hälfte haben sie schon vom König. Ist in Ordnung. Ich ziele natürlich da auf diesen Bohrer drauf. Ja, dankeschön. Ganze Dunkle bekommen. Perfekt. So, komm, erst den Turm. Erst den Turm, erst den Turm, erst den Turm, erst den Turm. Und jetzt den König noch. König noch, König noch, König noch, König noch, König noch. Die Queen lebt immer noch. Und jetzt haben wir natürlich Glück. Denn die Queen ist außer Reichweite von der Kanone und kann jetzt wieder komplett geheilt werden. Bedeutet, mit etwas Glück kriegen wir vielleicht noch ein bisschen Elex zumindest. Aber auch wieder über 80% und gleich sogar wieder über 90%, das kann ich euch garantieren. Denn sie hat immer noch 2 Heilerinnen am Start, Level 65 Königin. Die ist sehr gut unterwegs. Ah, die Königin ist schon, das ist schon ein Biest. Vor allem mit dem Zauber, mit dem Heldentrank. Das läuft, war nicht geplant. Dass ich ihn jetzt hier benutze, war nicht geplant. Wollte ihn eigentlich im anderen Dorf benutzen. Da hat es nicht so funktioniert. Aber hier nehme ich das natürlich auch gerne mit. So, 44 Sekunden. Komm, Königin. Schnapp dir noch ein bisschen was. Ich will alles haben. Ich will auch alle Pokale haben. Ah, mit den Pokalen wird es ein bisschen eng jetzt. Weil sie noch die Mauer kaputt machen muss. Da sind noch einige Verteidigungsanlagen übrig. Aber wir lassen es mal laufen. Das interessiert mich jetzt einfach mal. 94%. Oh, es wird knapp. Nee. Außer sie schafft sich den Turm jetzt noch. Ah, fast. 96%. In Ordnung. 7.145 Dunkles plus wieder 1.580 Bonus. Wir liegen jetzt bei 129.000 plus nochmal den Bonus. Ich kann alles einsammeln. Aus der Schatzkammer. Sind auch nochmal 2.009.000 Dunkles. So. Jetzt liegen wir bei 9 Millionen Elex. 7,1 Millionen davon. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich nehme das jetzt mal mit. Einfach, weil es relativ günstig ist. Weil es relativ günstig ist. Warte mal, jetzt haben wir 5 Heilerinnen, 6 Heilerinnen, 7 Heilerinnen. Es sind zu viele Heilerinnen. Nicht, dass ich mehr... Ich kann nicht mehr Heilerinnen haben. Wobei, es geht schon, dann gehen sie auf die Helden. Aber trotzdem. So. Obwohl ich ja eigentlich mit Elex die ganzen Sachen bezahle. Dadurch, dass die Päcker so günstig sind.
funktioniert das auch. Und wie sieht das hier aus? Bei Ereignisse 7 von 10 und 16 von 20. Yes, wir kriegen bald nochmal ein paar Sachen dazu. So. Zeit zum Ausgeben, glaube ich. 138.000. Wir nehmen das erstmal ganz am Anfang mit. 5.000. Und... Wobei, warte mal, 5.000 reicht nicht ganz. Reicht nicht ganz. Wir müssen beides mitnehmen. Wir müssen beides mitnehmen, aber dann passt es. So. Nein, es passt immer noch nicht ganz. Was? Was? Es fehlt ganz wenig. Oh mein Gott. Es fehlt ganz wenig. Wie kann das denn sein? Nein. Warte mal. Das darf man jetzt übrigens nie machen. Das darf man nie machen, denn dann bezahlen wir jetzt 102 Gems für gerade mal 790 Dunkles. Na gut, dann machen wir noch einen Angriff, würde ich mal sagen. Nützt ja nichts. Wir können aber schon mal ein paar Mauern machen. Hier habe ich tatsächlich schon 2 auf 13 gemacht. Warum? Warum habe ich das getan? Warum habe ich das getan? Ich weiß es selber nicht. So, fehlt noch ein bisschen was davon. Alles in Ordnung. Wir schaffen das. Bis gleich. Okay, wir werden uns jetzt eines kleinen Tricks behelfen hier. Und zwar, ich vermute, er wird da einiges an Verteidigung haben. Ist mir aber egal. Wir haben den Warden und zur Not haben wir noch einen Freeze. Werden wir mal sehen, was jetzt da passiert. So, wir warten mal ab. In aller Ruhe warten wir ab. Wir warten ab, wir warten ab. Also jetzt Punkt 1, beide Helden zünden. Punkt 2, Warden zünden. Punkt 3, aufgeben. Punkt 4, das hoffentlich nötige Dunkle mitnehmen, die 800, um hoffentlich endlich den König zu machen. 169.688. Oh Gott, knappe Kiste. Knappe Kiste, aber wir haben es geschafft und der Schub endet. Das Gute ist aber, wir können den König direkt nochmal wieder benutzen, weil ich ja das Buch der Helden habe. Perfekt. So, wir haben den Skin noch gar nicht benutzt. So, also würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht später nochmal wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Guckt gerne in die Beschreibung. Gebt gerne den Creator-Code ein, MBF. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.